Also ich weiß nicht, was das mit Kunst zu tun hat. Ich weiß nicht, warum das 30 Millionen Euro kostet für diese Projekte. Wer hat das genehmigt? Und dann in dieser Art. Und bei der Öffnung sieht man schon, dass die Richtung komplett in eine falsche geht. Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Show Global Verbal, der Real Talk Podcast. Und heute wieder mit am Start mein Gesprächspartner Silly. Herzlich willkommen. Danke dir, Patrick. Freut mich, dass wir uns heute wieder zusammengefunden haben. Wir treffen uns heute mal zu einem Thema, wo ich nicht genau weiß, was mich erwartet. Doch bevor wir starten, würde ich gerne mal ein fettes Lob an unsere Community raushauen. Denn wir haben mittlerweile mehr als 1000 Abonnenten. Und das letzte Video, was wir über das skandalöse Luxusleben der Politiker veröffentlicht haben. Burggraben vor dem Reichstag. Was sagt es über den Zustand einer Republik aus, wenn sie versucht, ihr Parlament mit Gräben vor bewaffneten Angriffen zu schützen? Und im nächsten Schritt eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von monatlich nochmal 4.700 Euro. Die steuerfrei. Steuerfrei. Die Rente ist nicht steuerfrei, aber diese Entschädigung bei den Politikern ist steuerfrei. Ganz genau. Oder du hast es angesprochen, Christian Lindner, früher Hausmeister, heute Finanzminister von Deutschland, der hat unter anderem ein geschätztes Privatvermögen von 5 Millionen Euro, besitzt zwei Häuser, eine S-Klasse, den ein oder anderen Porsche. Aber war nicht der Lindner auch derjenige, der zwei Firmen gegen die Wand gefahren hat, Startups? Ja, pass auf, ist auch eine geile Story. Der hat zwei Unternehmensgründungen gemacht. Die Unternehmen sind pleite gegangen und dann ist er Unternehmensberater geworden. Hat innerhalb von weniger als 24 Stunden mehr als 2.500 Aufrufe bekommen. Und wir merken also, die Themen, die wir hier rausbringen, interessiert unsere Community. Und ich glaube, es ist mal an der Zeit, ein fettes Dankeschön hier loszulassen. Vielen Dank, Dankeschön für den Support und ja, gerne auch hier abonnieren den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, um das nächste Video nach der heutigen Episode nicht zu versäumen. Genau, und was ihr auch gerne mal machen könnt, ist, welche Themen interessieren euch? Macht uns gerne mal ein paar Vorschläge, kommentiert gerne mal, zu welchem Thema sollen wir für euch gerne mal ein Video machen und da lassen wir uns natürlich gerne inspirieren. Sehr gerne. Wir haben ja in den vergangenen Shows immer wieder über das Dilemma beispielsweise, oder nennen wir es mal Kuriositäten, in Deutschland gesprochen. Ich finde es immer spannend, einfach mal zu schauen, ist das denn prinzipiell ein Phänomen, was es nur innerhalb der deutschen Politik gibt? Oder wie sieht es da beispielsweise in deinem Heimatland Österreich aus? Sind die da komplett auf einem anderen Trip? Oder siehst du hier oder da schon die eine oder andere Parallele? Nachdem ja bei uns in Österreich auch die Grünen an der Macht sind. Die gibt es bei euch auch? Ja. Okay. Und wie? Und das Thema, was ich ja heute widme, ist eigentlich den Grünen zu verdanken. Okay. Ja, also, den österreichischen Grünen? Ja, genau. Okay. Den Ösi-Grünen. Ne? Ja, tatsächlich gibt es auch Ausschreitungen in Österreich, leider. Also nicht nur mit Korruption. Es ist wahrlich kein Einzelfall, dass ein österreichischer Spitzenpolitiker sich vor Gericht verantworten muss. Ja, also da gibt es sehr viel auch zu erzählen. Also nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich. Ja. Aber das ist ja schon mal eine deutlich andere Konsequenz. Du hast gerade gesagt, es gibt österreichische Kanzler, die gehen mussten. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist wegen Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 8 Monaten verurteilt worden. Ich habe in Deutschland so ein bisschen den Eindruck, die können sich erlauben, was sie wollen, da passiert gar nichts. Ja? Völlig egal, in welchem Skandal, in welchen Lügengeschichten oder Erinnerungsproblemen sie walgen, es passiert einfach nichts. Sie werden nicht ihres Amtes enthoben, aber das seid ihr schon ein bisschen pfiffiger unterwegs. Ich will jetzt nicht sagen, dass das funktioniert in Österreich, aber ja, nicht alle gehen freiwillig. Okay. Nicht alle gehen freiwillig. Entweder werden sie weggestoßen oder halt durch versteckte Kameras dann vom Amt entfernt. Aber das interessiert mich jetzt wirklich an der Stelle. Wie muss ich mir das vorstellen? Werden die abgewählt vom Volk oder abgewählt von den Parlamentariern? Oder gibt es ein Strafverfahren, was sie automatisch ihres Amtes enthebt? Oder wie funktioniert das? Der Druck ist dann zu groß. Okay. Also die gehen. Das Volk wird nicht gefragt. Okay. Nein. Also Sebastian Kurz, da hat nicht das Volk entschieden, der muss gehen. Ja? Der Druck war zu hoch. HC Strache, der musste gehen, weil der Druck einfach zu hoch war und so weiter. Also niemand wird vom Volk gefragt, ob sie denn zufrieden sind und gerne Neuwahlen hätten. Nein, 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 nein.
im Gegenteil. Also da sind wir Österreicher nicht weit weg von Deutschland. Okay. Ja, was hast du vorbereitet? Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über das Thema Kultur. Okay. Österreich und Kulturhauptstadt und wie man die Puppen tanzen lässt. Okay. Nackte Puppen. Nackte Puppen. Ja. Also Puppen oder Menschen? Menschen. Aber okay. Puppen. Okay. Ja, dann hauen wir raus. Das Ganze lief unter dem Namen Pudertanz. Okay. Wir in Österreich, das muss man auch dazu sagen, wir in Österreich nennen Poppen, Pudern, Geschlechtsverkehr. Okay. Also, hast du gestern gepudert? Okay. So, und dieser ganze Tanz, der bei dieser Eröffnung der Kulturhauptstadt 2024 stattgefunden hat, war ein Pudertanz. Ausgetragen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also so wie ARD, ZDF? Genau, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ORF. Okay. Ne? Um 17.30 Uhr vor Kindern haben erwachsene Menschen getanzt, nackt, splitternackt. Also vor Kindern in Bezug auf TV oder in einem Theater und da saßen Kinder mit dabei? Die Aufführung war um 17.30 Uhr live in der Kulturhauptstadt, also im Salzkammergut. Okay. Ausgetragen noch live am ORF um 17.30 Uhr, also in der Zeit, wo der Jugendschutz noch gar nicht schaltet. Und die Kinder hatten eine Aufführung. Mhm. Es war der Sänger zum Beispiel Hubert von Goisern. Er ist ein super Sänger, er spielt wirklich österreichische super Musik. Anyway, dann gefolgt von Conchita Wurst. Kennst du den Namen? Der Name ist mir noch im Begriff, ja. Das ist die Frau mit Bart oder das, ist das die, etwas mit Bart. Genau, hat damals bei dem Eurovision mitgesungen. Ja. Ich habe persönlich nichts dagegen. Sieht auch okay aus. Diese Person, Conchita Wurst, hatte ein Sissi-Kleid. Kennst du Sissi? Klar. Kennst du Sissi? Ja. Bis dahin alles okay. Mhm. Dann durften Kinder auftreten, die haben gesungen. Und dann kamen nackte Menschen auf die Bühne. Und die Kinder durften aber nicht nach Hause gehen, die mussten noch zugucken. Okay. Gibt es dazu ein bisschen Material, was wir mal einspielen können, damit die Community sieht, über was wir hier sprechen? Ich zeig's dir. Denn jetzt wird Doris Ullich, die bekannte Choreografin vom Attersee, hier komplett nackt ihren seit 2010 immer weiterentwickelten Pudertanz aufführen. Den Pudertanz, für viele im Publikum ein irritierender Schlusspunkt. Die Kinder, das sind Kinder unter 18, das waren Kinder irgendwo im Alter, glaube ich, 10 oder 12, mussten sich das noch reinziehen. Unter dem Thema Kultur ist das neue Salz. Und Sie sehen es, meine Damen und Herren, hier wird 2024 bei der europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl garantiert ganz schön viel Staub aufgewiebelt werden. Das Salzkammergut, muss man dazu sagen, wurde eben durch das Salz bekannt, reich, wie auch immer. Prinzipiell spricht nichts dagegen. Aber die Künstlerin, die sich da austoben durfte, wurde ja von den Grünen und von der SPÖ, also das ist die SPD bei uns in Österreich, durchgewunken. Die sieht sich natürlich in ihrer Kunst im Recht, das darf man. Obwohl die Kinder, die das sehen mussten, in dem Alter, selbst wenn es jetzt ab 20 Uhr oder ab 22 Uhr, das sind Menschen gewesen, ich weiß nicht mal, ob diese Protagonisten, nennen wir sie mal, ob die überhaupt richtige Tänzer sind. Also wenn du dir das genau anguckst, die haben sich mit Puder einfach zugepudert, haben rumgetanzt und desto lauter das die Musik wurde, wurden auch die Bewegungen von diesem Tanz immer mehr, ich will nicht sagen sexuell, aber eigentlich denkt sich das Gehirn, was geht da ab? Wie kann man als führende Partei in Österreich überhaupt sowas zulassen, so viel Geld für so einen Schwachsinn auszugeben und dann auch noch die Puppen tanzen zu lassen, die sich ja vor laufender Kamera und Kindern zupudern? Also das war auch mein erster Gedanke. Wie, ich sag das mal ganz straight, wie geistesgestört muss ein erwachsener, normal denkender Mensch sein, um so etwas
öffentlich um 17.30 Uhr, wissentlich, dass da kleine Kinder sind, zu genehmigen und ja, durchzuziehen. Da musst du ja nicht mehr ganz dicht sein, weil selbst die Eltern, die wahrscheinlich ja gar nicht wussten, was da auf sie zukommt, was willst du da machen in dem Moment? Ja? Das Einzige, was du noch tun kannst, ist den Kindern die Augen zu halten. Ja? Aber generell gesehen finde ich das, ich sage das ganz offen, pervers krank. Ja? Weil wenn du dir diese Szene mal anschaust, auch die Leute, die hier mitgespielt haben auf der Bühne, ja, also ich glaube, da waren ja durchaus auch Menschen dabei, die oberhalb von mal locker 60 Jahre alt gewesen sind und eine Szene mit dem Rollstuhl, mit einer Rollstuhlfahrerin. Alleine sich so zu präsentieren, sagt ja auch sehr viel über diese Menschen aus, die auf der Bühne diesen Pudertanz mitgemacht haben. Und ich finde es einfach, wir leben in einer völlig kranken Zeit. Aber warum muss man das durch diese, und gerade die Grünen in Deutschland und die Grünen in Österreich, ja, habe ich den Eindruck, die ziehen das durch, egal was komme. Ja. Und ich glaube auch, dass das mittlerweile so, dass das neue Zeitalter dieser grünen Gesellschaft ist. Meine Theorie ist ja mittlerweile, da würde mich mal deine Meinung interessieren, es gibt ja eine Statistik, die besagt, dass es gibt ja verschiedene Epochen in unserer Geschichte. Es gibt verschiedene Weltmächte, die aber irgendwann ja zugrunde gehen und abgelöst werden durch etwas Neues. Ein klassisches Beispiel, das Römische Reich. Und es gibt in den Geschichtsbüchern, gibt es den Begriff, die römische Dekadenz. Sagt ihr das was? Schon mal gehört? Habe ich schon mal was davon gehört. Und es geht dabei darum, dass irgendwann ein Volk oder eine die Wirtschaftlichkeit und die Macht von unterschiedlichen Ländern so fett sind, es ihnen so gut geht, ja, sie so wohlhabend sind, dass sie komplett durchdrehen. Ja, und einfach gewisse Dinge außer Kontrolle laufen. Und das war im Römischen Reich ja damals genauso. Da gab es auf einmal Gruppensex-Orgien oder dann später draußen irgendwo bei Wettkämpfen, ja, Thema Gladiatoren und so weiter. Also man hat sich da damals schon auch sicherlich gleichgeschlechtlich sexuell komplett auserlebt und das war geduldet. Und Erwachsene mit Kindern. Ja, genau, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was wir sicherlich irgendwann mal aufgreifen müssen, aufgrund der aktuellen Themen in den News. Auf jeden Fall, das gab es ja früher auch schon und das war meistens immer der Anfang vom Ende. Richtig. Der Anfang von einer Veränderung, weil eben diese Verantwortlichen komplett den Verstand verloren haben. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, wir sind irgendwo an diesem Punkt angekommen. Weil anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Schau dir an, in Deutschland gibt es offiziell 72 Geschlechter, glaube ich. Die deutsche Nationalmannschaft hat gerade ihr neues Trikot präsentiert. Ja, wir können das gerne mal einblenden. Pink. Pink, ganz genau. Wie ist der Eindruck der Spieler, ja, die auf das Feld müssen und ein pinkes Trikot anziehen müssen? Was denken die? Ich finde aber, Pink passt gut, wenn man richtig schön gebräunt ist. Ja. Na, Scherz. Auf jeden Fall finde ich es schon sehr, sehr seltsam, dass man eben auch, wie du sagst, es beobachten kann, dass das nicht nur ein deutsches Phänomen ist, was wir mit den Grünen erleben, sondern es im Nachbarland Österreich ist es nicht anders. Und daraufhin, dass dieser Pudertanz aufgeführt wurde, da war ja extrem viel Aufstand. Ne? Ja. Das heißt, die Gemeinde, das war in Bad Ischl, die hat dann Beschimpfungen, E-Mails bekommen, Anrufe von besorgten Eltern, ja. Eltern, die betroffen waren mit ihren Kindern und die nicht betroffen waren. Ich meine, die Frage natürlich, wo kommen wir da hin, ist berechtigt. Ne? Mhm. Da gab es E-Mails, Beschimpfungen etc. Und die einzige Partei, die in Österreich wirklich den Mund aufgemacht hat, wenn ich die ganzen Artikel jetzt hier mir ein bisschen durchlese, war natürlich die FPÖ. Das ist die AfD von Deutschland. Ist ja, die, also FPÖ, die rechte Partei, ja. Ja, die freiheitliche Partei in Österreich. Und ich weiß nicht, warum immer nur diese Partei in den letzten Monaten und Jahren den Mund aufmacht. Mhm. Was ist mit ÖVP? Das ist die CDU, ne? Ja. Was ist mit der SPÖ? Das ist die SPD. Was ist mit den Grünen? Was ist mit den ganzen Parteien? Die machen alles mit, dulden, ja, winken durch und alles ist okay. Und nur die FPÖ zeigt auf. Also ich weiß nicht, was da schief läuft. Und dann sagt auch nicht die Bürgermeisterin, ich glaube, das ist eine Bürgermeisterin von Bad Ischl, ja, sie kann da nichts dafür und sie konnte das nicht irgendwie ändern. Aber dann, also das ist hier übrigens ein Bild von diesem Pudertanz. Lass das mal einblenden. Damit du die Details siehst. Und das ist hier auf orf.at übrigens. Das ist der Sender, der es auch ausgestrahlt hat. Ja. Der präsentiert die Bilder noch stolz auf der Website. Ja, genau. Den Artikel kannst du immer noch aufrufen. Da hängen die Körperteile runter.
Ich weiß auch nicht, was das ganz ehrlich mit Kunst zu tun hat. Kennst du noch diesen einen Künstler, der damals Hühner abgeschlachtet hat und mit dem Blut die Bilder gemacht hat? Kennst du noch diesen Künstler? Nee, ich kenne nur den einen, der mit seinem Penis auf dem Klavier rumspielt und jetzt Präsident der Ukraine ist. Den anderen kann ich nicht, nein. Also ich weiß nicht, was das mit Kunst zu tun hat. Ich weiß nicht, warum das 30 Millionen Euro kostet für diese Projekte. Wer hat das genehmigt? Und dann in dieser Art. Und bei der Öffnung sieht man schon, dass die Richtung komplett in eine falsche geht. Genau das wollte ich auch sagen. Es gibt ja ein Programmchef, es gibt einen Regisseur, der kriegt letztendlich die Dinge auf den Tisch. Ja? Da gibt es ja wahrscheinlich eben verschiedene Prozesse, um auszuwählen, was an diesem Tag auf der Bühne gespielt wird und was nicht. Und da frage ich mich einfach, haben die alle gepennt? Wurden die bezahlt? Ja? Hat der vielleicht von den 30 Millionen auch was abbekommen, ja? Um das einfach mal durchzuwinken? Gerade weil du vorhin gesagt hast, Korruption in Österreich in der Politik läuft eigentlich sehr gut, sehr glatt. Anders kann ich mir das nicht erklären, ja? Weil ich mir einfach denke, wenn du dir das anschaust, und bitte, jeder, der das gesehen hat, einfach mal, schreibt bitte mal euer Kommentar darunter, was ihr davon denkt. Ich sage mir einfach, das ist pervers, völlig, völlig crazy und hat mit Kultur jetzt mal überhaupt gar nichts zu tun. Diese Künstlerin, die hat sich dann ja auch noch geäußert, den Kritikern gegenüber. Natürlich in ihrer Sicht ist das alles top. Sie belegt das auch, dass sie viele Zuschriften bekommen hat und dass die Leute das feiern und so weiter. Ich frage mich halt nur, wo ist die Abstimmung? Wo ist die Abstimmung des Volkes? Sie hat von mir aus 300 E-Mails bekommen. Mhm. Und wenn es 3000 Beschwerde-E-Mails sind, dann hat das Programm eingestellt zu werden. Ja, absolut. Ja? So, die hat sich natürlich dann dazu geäußert, dass das Kunst ist. Und sie sagt dann, ich denke, dass Gustav Klimt und Egon Schiele wurden damals auch angefeindet. Heute werden sie gefeiert. Also sie sieht sich ja als Künstlerin, sie zieht das durch, egal was komme. Nackte Menschen tanzen vor laufender Kamera im öffentlichen rechtlichen TV, welche auch finanziert wird durch den Steuerzahler. Mhm. Kinder müssen sich das angucken, ja, eine Schulklasse, und niemand fragt, ob das überhaupt das Volk möchte. Genau, das ist der Punkt. Du hast gerade gesagt, die Dame oder die Künstlerin sagt, es ist Kunst und es ist ihre Art, sich auszudrücken. Nun, der Unterschied liegt ja darin, aus meiner Sicht, wenn ich in ein Museum gehe mit meinem Kind, und an der Wand hängt ein Bild, das obszön ist oder das aus meiner Sicht als Erwachsener unangebracht ist, dass mein Kind sich das anschaut. Kann ich selber entscheiden, gehe ich dahin mit meinem Kind oder gehe ich weg und das Thema hat sich erledigt. Genau. Das konnten die aber da nicht. Du kannst da ja nicht weg. Was hinterlässt das bei den Kindern? Ja, was für Gespräche finden danach zu Hause zwischen den Kindern und den Eltern statt? Interessiert den Künstler nicht. Der Künstler sagt, dass Kunst kontroverse Meinungen auslöst, ist das Wesen von Kunst. Ach so, okay. Das ist der einzige Aspekt, was diese Künstlerin darin sieht. Sie entschuldigt sich nicht, dass das Geld, was geflossen ist, ja, in einen Schwachsinn geflossen ist. Ich habe die Geschichte erzählt bekommen, ich wusste davon nichts. Ich dachte, die muss ich mitnehmen. Die müssen wir in den Podcast verpacken. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, damals als Kind. Vielleicht kannst du da mal deine Meinung dazu teilen. In meiner Zeit damals war das Thema Kinderschutz, FSK 16 und all diese Dinge, die waren hochgesetzt. Ich kann mich noch daran erinnern, da waren wir zu dritt mit Freunden, mit der Clique, wollten wir ins Kino gehen. Und es war damals Terminator 2. Ich war damals 17, mein Freund, der dabei war, der eine war 19 und der dritte war 16. Der Film war ab 16 und der 16-jährige Kumpel von uns hatte seinen Schülerausweis nicht dabei und wir hatten richtig heftige Schwierigkeiten, ins Kino zu kommen. Das war damals. Heute bewegen sich nackte alte Menschen auf der Bühne bei Kindern und wir haben es ja vorhin gesehen, da waren ja Kinder deutlich unter 12 auch anwesend und es wird gefeiert als Kunst. Ist für mich völlig, völlig unvorstellbar. Und die einzigen, nochmal zu betonen, kann man hier in einem Artikel nachlesen, beim ORF selber. Die einzigen waren die Freiheitlichen, die jetzt prüfen, ob das den Jugendschutz, ja, überhaupt gerecht ist, diese Aufführung, oder war,
dass die Kinder dort waren und dass die Kinder das überhaupt anschauen können online. Und nur die FPÖ. Die FPÖ regt sich auf als einzige Partei. Und dann sagt eben dieser FPÖ-Gemeinderat Harald Kocsi, dass man eine solche Darstellung von weiblichen nackten Körpern von vor Kindern und Jugendlichen bietet, findet er skandalös. Alle anderen Parteien sind eigentlich, wie es aussieht, okay damit. Und die Bürgermeisterin hier, die heißt Ines Schiller von der SPÖ, also SPD in Österreich, die sagte, wie gesagt, die kann da nichts tun, sie konnte nichts tun, aber sie hat selbst diese Aufführung genossen, weil sie war ja vor Ort. Mir fehlen da die Worte und aus meiner Sicht ist das alles nicht mehr normal und mir kann auch keiner erzählen, dass da nicht mehr dahinter steckt. Ja? Ich glaube, in der nächsten Podcast-Folge habe ich da vielleicht die eine oder andere Information, wo wir mal ein bisschen tiefer einsteigen und dieses Puzzleteil, wie so etwas auf politischer Ebene überhaupt möglich ist, dass wir das mal so ein bisschen mehr durchleuchten. Aber wie gesagt, wenn man sich das anschaut, man kann einfach nur noch mit dem Kopf schütteln. Vielen Dank für die Folge, vielen Dank fürs Zuhören, danke dir, Mitschauen hier und vielen Dank auch für die Zuhörer, Zuschauer. Gerne auch eure Meinung in den Kommentaren, ob ihr das normal findet oder das definitiv in Zukunft durch die richtigen Parteien in einer demokratischen Landschaft wie Österreich, Deutschland, Schweiz abgeschafft werden sollte. Mich interessiert eure Meinung. Sehr gerne. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.